Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Wir haben die Verheißung heute aus Epheser 1, Vers 13. Und da lesen wir, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Also, die Verheißung ist hier, wir sind durch das Wort in der Wahrheit gekommen und haben die Rettung angenommen. Und ihr seid, das heißt, in ihm seid auch ihr, also wir sind in ihm, in Christus und er ist in uns. Als wir gläubig geworden sind. Und dann heißt es weiter, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Es ist eine gewaltig große Verheißung hier drin. Und weißt du, was das heißt, wenn wir in ihm sind? Und das geschieht nämlich durch die Wiedergeburt. Durch die geistliche Wiedergeburt. Und deswegen einfach meine Frage in diese Verheißung. Bist du wiedergeboren? Hast du das erlebt? Wenn nicht, es ist für dich, ganz für dich, für dich persönlich verheißen worden. Willst du das haben? Ich hoffe. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.